Ach ja, du bist ja der, der ständig hier rumfliegt. Ohne Pause. Hast Bienen im Arsch. Sorry, du hast ja gar keinen Körper. Ha! Okay, wo? Da unten ist er. Go, 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 go! Wow, das war knapp. Wow, fast wäre ich von der Fliege getroffen. Hier ist der Kampfraum. To the Moon könnten wir ja auch einsetzen. Warte mal, vielleicht wenn wir in den Zacki-Zacki-Raum reingehen, oder? Ich glaube, das wäre schlau. Dann verlieren wir nur ein halbes Herzchen. Nicht mal ein Herzchen. Das ist ja gut. Wir verlieren nicht mal ein Herzchen. Weil wir ja fliegen und da bekommen wir nur einen Schaden, wenn wir wieder rausgehen oder so. Das zweite Mal durchgehen. So, zack. Leider nur Bullshit. Na super, hat sich ja sehr gelohnt. Und raus hier. Und hier haben wir Aang. Wisst ihr was? Aang nehme ich mit. Gibt uns einfach eine zweite Chance. Warum nicht? Eine zweite Chance ist immer gut. Eternal Life. Eternal Life ist wirklich eine sehr gute Sache. So, dann lass mal kurz in den Kampfraum reingucken. Vielleicht gibt es da auch etwas zum Rerollen. Oder vielleicht sogar ein HP-Upgrade oder sonst was. Lohnt sich immer reinzugucken. Health Down Pille, du kommst wieder mit mir. Nur eine Kiste. Warte ich noch. Noch nicht. Noch nicht. Hier ist der Boss. Okay. Den werden wir gleich besiegen. Ach, schade. Ich dachte, ich treffe ihn jetzt komplett. Aber der hat nochmal auf die Bremse gedrückt. Oh, scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Okay. Oh, nein. Guck mal, man kommt rein und direkt macht er hier diesen Bullshit. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Feige von dir. Ja, verzieh dich bloß. Kann ich da jetzt einfach stehen? Ich kann nicht einfach stehen, ne? Okay, ich muss nur aufpassen, dass die Augen nicht zu mir kommen. Wie gerade eben. Da gerade schon wieder, glaube ich. Ja. Oh, natürlich werden sie von ihm abge... Meine Güte, ey. Ich hasse diesen Boss. Jetzt sagen die Leute, oh, Holly, also ich hätte diesen Bosskampf mit meiner Katze hätte ihn geschafft. Da gab es ja wieder einen Spezialisten in der Zeit, wo ich weg war. Gab es wieder ein paar, die ich dann blocken durfte. Range Up. Brauche ich Range Up? Eigentlich nicht. Wir erreichen das Blue Baby. Ist gut. Wobei, warte mal. Wir könnten natürlich das rerollen oder... Ah, ich weiß nicht, was wir rerollen. Lass mal kurz gucken, was wir so im Itemraum finden. Zunächst müssen wir natürlich finden. So. Jetzt haben wir unsere wunderschönen blauen Herzen verloren. Balls of Steel. Das ist so eine Pille, die wir jetzt brauchen. Oder PhD mit den ganzen Health Up. Oder ein Damage Upgrade. Mitre wäre auch ganz gut. Da würde ich mich auch zufrieden geben. Mitre macht ja Chance erhöhen auf blaue Herzchen. Das ist eine gute Sache. Dafür setze ich mich ein. Mit meinem Namen. So. Und schnell durch. Schnell durch. Okay. Ich bin verdammt langsam, ey. Das nervt mich. So, bin ich vielleicht zu langsam für die und deswegen kommen die nicht? Wupp. Okay. Gut. Das nehme ich mal als Nein. Scheiße. Ich glaube, das wird kein guter Run. Ich glaube, das wird kein guter Run. Aber egal. Ich werde ihn trotzdem hochladen. Einfach, damit wir auch mal... Damit ich euch nichts mehr verheimliche, was hier so passiert. Weil dieser Run schon viel besser ist als die anderen Runs. Und der ist ja noch nicht vorbei, noch nicht vorbei. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil es läuft gerade nicht so gut. Hier ist natürlich sehr gut. Und hier haben wir das Yamhart. Ja, da freue ich mich doch richtig drüber. Dann nehme ich lieber Range Up mit. Genau, reroll das hier und bekomme den... Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch zwei Räume und dann einen Kampfraum haben wir auch noch. Da könnten wir dann eigentlich nochmal rerollen. Bitte, 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 bitte. Oh, da geht es noch weiter. Super. Schön Abstand halten hier. So, vernichtet. Vernichtet, vernichtet. Und... Und vernichtet. Ja, doch nicht ganz. So, ein Raum noch. Sehr gut, wir können rerollen. Perfekt, perfekt. Also Back of Bomb will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Da gibt es bessere Sachen. Meine Nase läuft jetzt vor Aufregung oder was? Oder blutig. Ach, der Shop, genau, da war ja auch noch was. Ja, kommt mal hier rein, kommt mal hier rein. Ach, scheiße. Ich dachte, der platzt auf direkt. So. Blöden Dinger hier. Und ein halbes Herzchen. Okay, let's go. Und wir haben hier Greed. Ach man, warum müssen meine ganzen Hoffnungen immer zerstört werden? Ich hätte rerollen gehen können, weißt du? Scheiße, egal. So, komm, wir töten dich schnell. Danke, Pretty Flies, dass ihr mich beschützt habt. Hab schon ganz vergessen, dass ihr da seid. So oft, wie ihr mich beschützt. Nicht. Ach man, diese blöde Nase. Hör auf zu laufen. Steh lieber. Ah, tut mir leid. So, lass mal rerollen und hoffen, dass wir was Gutes bekommen. Und wir bekommen... Ja, komm, nehmen wir mit. Faith up. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. So, so, warte. Kampfraum könnten wir auch noch reingehen, eigentlich. Wollen wir das aber? Das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Und ja, was könnte da drin sein? Da könnte vielleicht ein blaues Herzchen drin sein oder sowas. Aber das blaue Herzchen könnte ich auch ganz easy wieder verlieren.
Vor allem beim Rausgehen hier, kann ich mir richtig gut vorstellen. Komm, wir nehmen das einfach mal mit. Und einen Schlüssel, okay. Haben nur 3 Stück gehabt. Eigentlich war das ganz gut. Für die Chest und sowas. So, ach komm schon, wer von euch war angeschwächt? Der da oben, ne? Und der hier oben. So, auf Wiedersehen. Läuft noch ganz gut, läuft ganz gut. Oh, jetzt kommen die Pisser. Ihr seid natürlich richtig geil. Auf euch freue ich mich jedes Mal, wenn ich eure Fratzen sehe. Oh, natürlich, dreh um. Dreh um. Du hast mich doch verfolgt, oder was? Ah. Scheiß. Kommt her, kommt her. Kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir. Natürlich habe ich es geschafft. So, und jetzt kommt der Vogel und knabbert ein bisschen an seinem Hirn. Das ist seine Leibspeise. Und wir haben jetzt, okay, 4 blaue Herzchen. Das ist ein kleines Zeichen gewesen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Keinen dummen Fehler machen. Range Up nehme ich dann mit. Genau. Nehmen wir mit. Warum nicht? Jetzt können wir uns irgendwo verkämpfen und einfach mal auf, bis an die andere Seite schießen. Sehr geil. Und let's go. The Depths 2. Jetzt kommt The Moam. Finde ich aber ein bisschen blöd, weil guck mal, da oben habt ihr ja gesehen, die Karte. Und da fehlten eigentlich noch 2 Ebenen zur Moam, aber ich verstehe es nicht. Für mich irgendwie nicht so ganz... nicht so logisch. Ein kleiner Fehler wahrscheinlich. Und Fehler in Isaac sind ja nicht neu. Außer ich habe gerade... Friends to the End, okay. Oder ich habe mich gerade ein wenig geirrt. So, jetzt kommt die Mom auf jeden Fall auf diese Ebene. Wir haben den Itemraum so früh wie möglich gefunden. Das ist schon mal sehr geil. Das heißt, wir können jetzt wieder ganz viel Zeit verschwenden und rerollen bis zum geht nicht mehr. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, wir hätten eigentlich mal aufs Knife nehmen können. Dann wären wir schon... wäre der Run ziemlich sicher. Mr. Mega. Oh, der hat uns so oft gerettet, ne? Der hat uns so oft gerettet. Ich weiß nicht, nehme ich den mit oder nicht? Ah, wisst ihr was? Ich nehme ihn mit, bevor ich hier traurig bin. Ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Und diese Fliege nervt da. Na komm schon. Passt auf. Danke. Bekomm noch eine Münze. Ich nehme Mr. Mega mit. Der hat uns so viel geholfen. Ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Ja, ist eine gute Entscheidung. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie noch ein anderes Item finden, das wir rerollen können. Damit wir unseren Reroll nicht so verschwenden. Und noch die Recharges nutzen können, die diese Ebene bietet. So. Wahrscheinlich hätte ich dann Polyphemus oder sowas bekommen. Deswegen werde ich niemals den Seed rausgeben, weißt du? Weil sonst schreiben mir Kommentare, ah, hättest du das gerebolt, hättest du das bekommen, du Idiot. So. Will ich da rein oder nicht? Ich verliere natürlich ein blaues Herzchen, ne? Vielleicht finden wir noch eine Pille, eine Telepille oder sonst was. Natürlich, Telepille muss ich erstmal testen. Vielleicht finden wir, na sag schon, To the Moon oder sowas. Das wäre ganz gut. Oder Oh the Fool oder sonst was. Das uns da raus teleportieren kann, weil ich würde ungern da ein Herzchen verschwenden. Ein halbes. Ist ein halbes, hey. Wer das halbe Herzchen nicht ehrt, ist das Ganze nicht wert, sage ich immer, ne? Das ist mein Sprichwort, habe ich mir ausgedacht. Komplett selber drauf gekommen. Habe ich auch nicht abgeleitet von einem anderen Sprichwort, okay? Niemals. So. Platzen lassen. Komm schon, schießt. Oh. So, okay. Ach, guck mal, hieran könnten wir auch nochmal spielen, ne? Weil wir brauchen ja Judas Zunge. Hey, hier ist die. Was macht die eigentlich? Judas Tongue. Okay, hier habe ich sie aufgehoben. Jetzt habe ich sie aufgehoben. Habe ich jetzt Platinum Gott? Ne, es fehlen noch ganz andere Sachen. Ich werde mal ganz kurz gucken, was die macht. Ich mache mal einen kleinen Schnitt. Nice. Ey, das kann ich noch nicht, das Item. Und das ist ziemlich cool. Das reduziert nämlich die Kosten. Also alle Items, die in Devil Room 1 Herz kosten, 2 Herzen, werden jetzt reduziert auf 1 Herz. Die ganzen Soul Heart und sowas Dinger, die werden aber nicht berührt. Und was 1 Herz kostet, wird auch nicht reduziert, sodass es kostenlos ist. Finde ich eigentlich sehr geil. Das Item hatte ich noch nie. Habe ich jetzt erstmal, ist eine kleine Premiere, habe ich mit euch zusammen freigeschaltet. Nehme ich mal mit. Natürlich das Polaroid, ne? Ah, und außerdem bringt mir das überhaupt nicht mehr so viel. Aber okay, wir wissen jetzt immerhin, was das macht. Weil wir werden ja gleich die Mom treffen, danach müssen wir uns irgendwie raus teleportieren, um da überhaupt in den Devil Deal zu bekommen oder sowas. Deswegen ist das irgendwie nicht so pralle. Muss man direkt am Anfang bekommen. Direkt am Anfang und direkt einfach alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Curved Horn, dann nehme ich lieber das mit. Dann machen wir ein bisschen mehr Schaden. Mom's Purse wäre jetzt perfekt. 2 of Diamonds, ja. Setz dich mal ein. So, ich nehme dann jetzt mal diese Pille hier wieder mit. Health down. So. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Damage. Ich hoffe, wir bekommen gleich Moms Purse. Damit wir halt 2 Trinkets mittragen können, weil dieses Curved Horn könnte uns noch retten. Das könnte uns echt noch retten hier. So, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen, weil sonst wird es echt kritisch, Mann. Da müssen wir jetzt Bomben sammeln. Für den Blue Baby und so Kampf. Und der Stein, okay. Wir werden aber dafür langsamer, aber müssen wir mitnehmen. Wir müssen jetzt mit allen Mitteln hier versuchen zu kämpfen. Und so langsam sind wir gar nicht. Naja, es geht.
Vielleicht war ich noch nie schnell, deswegen ist es für mich genauso. Wahrscheinlich haben wir das Minimum erreicht. Wobei, das, ich glaube nicht. Da gibt es ja einen schlimmeren. Wird es noch schlimmer, ne? Wenn man hier diesen Pilz benutzt, den man jetzt in der Community Remix Mod hat, der einen langsamer macht, dafür aber die Feuerrate erhöht. Ich glaube, wenn man den ganz oft einsetzt, das könnte auch eine kleine Challenge werden, oder? Einfach mal den nach jedem Raum benutzen und immer langsamer werden. Wobei das dann eigentlich, das ist so ein Run, wo der eigentlich unmöglich ist zu schaffen. Allein hier schon, wenn du dich dann ganz langsam bewegst, aber könnten wir mal versuchen, ne? Muss ich nochmal machen, vielleicht so eine extra, vielleicht werde ich auch, wenn Rebirth rauskommt, jetzt bin ich völlig hintereinander, Mann. Werde ich Isaac, das normale hier, Wrath of the Lamb, nicht so richtig zocken, sondern halt so, wie ich das gerade gesagt habe, dass ich nur Challenges mache oder sowas. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mache. So, ich hoffe auch, es wird mir nicht zu viel, wenn ich da noch jetzt gesagt habe, hey, wir werden beide Isaac spielen, blablabla. Ich werde auf jeden Fall schauen, was sich machen lässt. Und hier ist die Mama. Da bekommen wir gleich das Polaroid, aber ich will erstmal zum Shop. Eigentlich wäre es ziemlich geil, wenn wir ihn ganz am Anfang gefunden hätten, damit wir ganze Zeit rerollen können. Aber jetzt geht das leider nicht. Ja, wo könnte der Shop sein? Hier oben oder was? Da ist er, sehr gut. Wollte schon nach unten lang gehen. Und natürlich, scheiße. Da wurden die zu mir gekickt. Nicht schießen, sonst spreche ich mich selber in die Luft. Ja, Mist. Sehr gut. Her damit. Rein da. Die Bibel. Ist nicht die Bibel, ich weiß. Ich nenne sie aber trotzdem Bibel. Ist das Book of Revelations. Ist eigentlich ganz gut. Könnte uns den Arsch retten. Lass mal rerollen. Die Bibel. Einige haben, ach genau, eine Theorie war, dass ich noch die anderen mit der Bibel töten muss. Hat er schon immer diesen Zahn gehabt? Sieht voll komisch aus. Dass ich mit der Bibel Mom und sowas töten muss, weil damit können wir ja sie instant killen. Könnte auch stimmen. Es könnte alles stimmen. Ich weiß aber nicht, was wahr ist, was ich jetzt holen muss. Jeder von euch ist schlau. Jeder von euch ist schlau. Aber was stimmt denn nun? Das weiß niemand. So, ich würde, glaube ich, nochmal in den Zaki-Zaki-Raum gehen, oder? Kurz mal reingucken. Ansonsten, Friends Till the End haben wir. Health Down. Wie gesagt, ist nur so eine Notsituationslösung, falls wir einen Devil-Deal irgendwo bekommen. Naja. So. Okay, ich würde sagen, ich bin wieder so abgeschnitten, ne? Lass mal hier rein. Vielleicht werden wir teleportiert. Ah, fuck. Wisst ihr was? Setzen wir ein. Also nehmen wir mit. Weil wir haben ja... Aber dann haben wir nur noch... ein Herz, ne? Das bringt mir gar nichts. Scheiße, ich hätte das rerollen müssen. Es gibt uns zwar 9 Leben, aber dafür sind wir dann, weißt du, eben so ein Permanent Death Loop. Weil wir dann immer nur ein Leben haben. Ein Hit und wir sind tot. Ich dachte mir, wir nehmen es mit, haben dann nur ein Herz. Aber Health Down könnte dann wieder zu einer Health Up-Dingens werden. Weißt du? Und vielleicht werden wir noch irgendwie Guppy. Aber wisst ihr was, ich nehme das mal mit. Weißt du, vielleicht werden wir noch irgendwie Guppy. Kann ja sein. Hätte ich den Kopf mitgenommen, hätten wir das hier schon. Oder auch nicht. Soll ich liegen lassen, verdammt. Und bringt mir Health Down jetzt was? Also wirklich jetzt noch was? Weißt du was, ich nehme es mit. Und raus hier. So, jetzt haben wir schon mal 9 Leben. Super. Ich habe das Gefühl, wir finden die anderen Teile. Ich habe das Gefühl. Man muss an sich glauben. Man muss an sich glauben. Hätte ich den Kopf noch mitgenommen, das wäre cool. Hätte ich den Kopf noch mitgenommen. Naja, schauen wir mal, ob jetzt Health Down zu einer Health Up-Pille wird. Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Sehr gut. Also hat sich das, also haben wir eigentlich nur ein Item bekommen. Es hat sich nicht verändert. Wir tun einfach so, als hätten wir nicht 9 Leben später, die uns zum Verhängnis werden. So. Aber ich würde sagen, wir kämpfen jetzt, ne? Ein super Geheimraum, also den Geheimraum könnten wir noch suchen. Let's go. Isaac, da bin ich. Yo, ich greife ein, meine Fliegen. Yes, 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 yes. Mann, wir machen Schaden mit Curved Horn und sowas. Aber gleich müssen wir Bye-Bye sagen. Das finde ich nicht so cool. Ich hasse Verabschiedungen. Ja, du auch, ne Mom? Komm, verstecken wir uns hier einfach mal. Und töten sie ganz schnell. Komm schon, zeig dich. Zack, zack. Ach, was heißt sie ganz schnell? Lieber mitten in den Kampf rein. Komm schon, runter mit dem Fuß. So. Wow, das war knapp, da hat sie nach mir gegriffen. Das Polaroid müssen wir leider mitnehmen. Bye bye, Curved Horn. Haben jetzt nur den Stein als so wirkliches krasses Damage Upgrade. Das hier müssen wir auch mitnehmen. Ach ja, gut. Da würde ich sagen, weiter geht's, oder? Bleib bei mir. Okay, tschüss. Jetzt müssen wir Adlibs besiegen. Wird easy peasy.
das Spiel stürzt ab, weil es gesagt hat, hey, du wolltest doch Space nicht drücken, du Idiot. Jetzt müssen wir wieder warten, keine Rückmeldung. Ja, Rebirth kommt. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Ich habe eine Autogrammkarte vergessen abzuschicken. Hier vom Matteo liegt hier rum. Muss ich noch machen. Die anderen sind ja alle angekommen, zum Glück. Also einige Twitter-Posts habe ich bekommen. Es ist ja schön, die Autogrammkarten dann plötzlich in den Händen von anderen zu sehen. So. Oh, komm schon. Jetzt stürzt nicht ab, ey. Gut. Curse of the Labyrinth. Warum quält er mich so? Und hier gibt's nicht mal Itemräume oder sowas. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Und scheiß auf euch, ey. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bomben. Genau, Bomben sind sehr wichtig. Wir müssen die jetzt alle sammeln. Ihr wisst wofür, ne? Damit wir damit auch kämpfen können. So, das Polaroid haben wir mit. Sehr gut. Aber noch kein halbes blaues Herzchen. Wir müssen auch ein halbes Herzchen finden. Ein halbes blaues. So. Also haben wir hier The Lovers wieder. Jetzt setzen wir einfach mal ein. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Richtung. Vielleicht könnte der hier sein. Ich kann ihm nicht Schaden machen, ne? Ne, die fliegen nur um ihn herum. Auch sehr witzig. Dann kratz mal ab, mein Lieber. Dann kratz mal ab, mein Lieber. So. Ah. Okay, noch erwischt. Aber Judas Zunge finde ich echt ziemlich cool. Judas Zunge finde ich echt cool. Also, kann ich noch nicht. Seht ihr? Nach so vielen Jahren und Parts hat man immer noch Items, die man da findet und die noch geil sind. So. Natürlich, einige von euch haben 2 Stunden gespielt und alles freigeschaltet und wussten alles. Oh, die Zecke. Das wäre jetzt natürlich sehr geil, die jetzt aufzuheben. So. Na komm. Nein! Ich will keinen Schaden bekommen. Ich hasse Schaden. Jetzt muss ich aufpassen. Wow, ich dachte, da kriege ich Schaden. Na, okay, auf Wiedersehen. Schön durchkämpfen, schön durchkämpfen. Sieht es hier nach Boss aus? Ich glaube nicht. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt noch ein paar Guppi-Teile. Das wäre cool. Friends to the End nochmal. Okay, sehr cool. Warum nicht? Besser als nichts. Ah, wir sind langsam. Wer von euch schon angeschwächt? Ja, alle jetzt, glaube ich. Sehr gut. Und du auch. So, gib mir goldene Truhen, gib mir goldene Truhen, gib mir goldene Truhen, gib mir goldene Truhen. Na komm schon, hey, wie viel hast du? Du hast doch schon voll viel abbekommen. Ja, erzähl mir nichts. Tu nicht so auf hart. Stirb einfach, lass dich gehen. Nein. Sehr gut. Noch mehr rote Herzchen. Tja, ihr Witzbolde. Blaue Herzchen wären ganz gut. Fave up habe ich doch. Komm schon. Hero Friend haben wir auch nicht. The Priests. Ist auch sehr geil eigentlich. Könnte uns helfen, da schnell irgendwie was zu clearen. Und leider sind wir hier in der Sackgasse, wie ich sehe. Und der Boss ist nicht hier. Aber ich habe das Gefühl, der ist oben. Oben links irgendwie. Gibt es eigentlich einen Shop auf dieser Ebene? Jetzt kommen die ganzen Leute. Oh, Holly, du spielst schon 150 Jahre Isaac und weiß nicht, ob es Shoppen auf dieser Ebene gibt. Da. Ich kann mir das einfach nicht merken. So. Lass mal nach oben, oder? Ich glaube, hier gibt es auch Bücherräume und sowas. Ja, doch. Also lohnt es sich auf jeden Fall, hier ein bisschen rumzugucken. Vielleicht finden wir noch einen Shop. Wäre auch auf jeden Fall sehr geil. Hallo, einfach mal hier stehen bleiben. Ich hoffe, die finden mich hier nicht. Sehr gut. Schön. Oh, die Mami und die Tochter. Ja, nur kein Stücke ihr. So, auf Wiedersehen. Health down. We meet again. So, dann lass uns mal Spaß haben. Und den Bossraum finden. Denn sonst wird mir das stinken. Wenn wir jetzt nicht... Oh, wow. Bitter. Das ist bitter, das ist bitter. Nein, da hätte ich sofort ausweichen müssen. Direkt ausweichen, direkt ausweichen. Ey, Leute, Leute, noch 4 Herzen. Das ist nicht gut. Aber dafür haben wir noch 9 Leben. Und die Ank. Oh, super. Eigentlich müsste ich Health Down mitnehmen, einfach damit wir dann 2 Leben haben. So, gib mir den Wafer. Der Wafer wäre ziemlich cool. So, auf Wiedersehen. Ja, das wird kein guter Run. Vielleicht schaffen wir noch It Lives zu besiegen, aber ich habe das Gefühl, wir schaffen es nicht mal, It Lives zu besiegen. So, lass mal kurz hier unten rein gucken. Hallo! Und da ist der Bücherraum. Sehr gut. Da können wir auch ein bisschen rerollen. Und hoffen, dass wir ein coole Items bekommen. Ein paar Bücher haben wir ja schon rausbekommen hier, oder? So, dass sie da nicht mehr auftauchen können. Ah, sehr gut. Gib mir blaue Herzen, ey. Das ist perfekt. Gib her den Schüssel. Lass ich die Bebel. Habe ich die nicht aufgehoben? Scheiße. Okay, lass uns das hier mal rerollen.
Okay. Alle Bücher hier weg haben, bekommen wir noch ein blaues Herzchen. Wäre cool. Danke. So, und jetzt aufladen. Die Bibel. Können wir mal einsetzen. Hui! Jetzt können wir auch sogar fliegen, oder? Aber wir können schon fliegen. So, okay. Das hätten wir auch eigentlich rerollen können. Aber ich will im Bücherraum zwei Items bekommen. Und wir haben eine XL-Ebene. Das heißt, wir haben noch ganz viele Rerolls vor uns. Das heißt, der Run ist doch noch nicht vorbei. Und hier gibt es auch so einen Automaten, der uns blaue Herzen geben kann. Oder der Joker? Eine Tour of Hearts. Nee, nervig. The Devil ist vielleicht auch eine gute Sache. Können wir mitnehmen. Finde ich besser als Friends to the End. The Sun. Alter, guck dir das mal an. Okay. Und ein weißes Herzchen, welches ich mitnehmen werde. So, los geht's. Weiter nach Automaten suchen und alles mögliche. Und, guck mal hier. Schade. Gehe ich hier rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Nee, da war bestimmt... bis jetzt war da nur Bullshit drin. Jetzt haben wir hier natürlich diesen Automaten hier. Auch sehr ärgerlich, hätte ich das weiße Herzchen erst am Ende mitnehmen müssen. Weil der nimmt jetzt das weiße Herzchen, ne? Soweit ich weiß. Ja, der nimmt das weiße Herzchen. Vielleicht finden wir noch ein zweites weißes Herzchen. Vielleicht finden wir noch ein zweites, weiß ich jetzt hier nicht. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, zurückzugehen zu dem Bücherraum. Scheiße, ey. Wie die jetzt wissen, dass ich fliegen kann und jetzt keine Steine hier rumliegen haben, damit ich mich da verstärken kann. So. So, auf Wiedersehen. Okay. Bomben haben wir schon 24, das ist ja gut. Eigentlich spiele ich auch nur noch, um Bomben zu farmen. 24 Bomben sind sehr gut. 99 werden noch besser. Da müssen wir gleich echt wieder damit kämpfen. So, jetzt aber wieder zurückrennen. Natürlich könnten wir hier die Chance bekommen, den Kompass zu pinken. Wait, vielleicht muss ich pinkeln. Ich muss, glaube ich, gleich pinkeln. Und deswegen denke ich an pinkeln, zu finden, pinkeln. Hä, ergibt Sinn. Puh, gut rausgeredet. Ja, Cube of Feet bekommen wir, hey. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und versuchen, den Schissel zu rerollen. Ja. Einfach mal da unten alle Räume noch clearen, damit wir nicht hin und her rennen müssen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir könnten natürlich auch hier drin sprengen. Da könnten auch blaue Steinchen sein. Können wir einmal setzen. Vielleicht haben wir Glück. Nein. Okay. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. So, du bist angeschwächt. Du musst ja nicht tot sein. Und du da oben. Oh, scheiße, das wäre so perfekt. Na, jetzt fliegt er unterschiedliche Richtungen. Puh. Okay, her damit. Noch bei Bomben, noch zwei Räume. Nicht vergessen, nicht vergessen, nicht vergessen. Muss mir das irgendwo notieren. Zwei Räume und dann rerollen gehen. Hast du verstanden? Weh, du gehst nicht rerollen, ey. Dann versohle ich dir aber den Arsch.